Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich, Escape from Tarkov, PvE. Ich habe das Spiel relativ viel gespielt, jetzt nicht super viel, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Habe aber dann PvP aufgehört, weil ich zu schlecht war. Ich wurde viel zu oft von irgendwoher instant weggeschossen und das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und mit der Ankündigung des PvE-Modus habe ich wieder Lust bekommen reinzuschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das abläuft. Ob ich da irgendwie Land sehen kann. Und ich kann auch nicht sagen, ob ich das hier jetzt öfter mache mit Tarkov. Wir müssen schauen, wie es läuft. Und ich habe noch keine Einstellungen gemacht für den Stream oder für YouTube. Das heißt, eventuell schneide ich die ein oder andere Sache noch raus. Wenn ich Einstellungen machen muss, ihr werdet hauptsächlich wahrscheinlich die Raids dann sehen. Und damit gehen wir rein. Und da ist auch schon im Chat der Marius. Hi, grüß dich. Ich nehme einfach mal einen Jusek. Das ist mir eigentlich so egal alles, ne? So, was haben wir hier? Willkommen im Spielmodus PvE-Zone. In diesem Modus kannst du das komplette Spiel mit anhaltendem PvE-Charakterfortschritt alleine oder mit Freunden erleben, ohne dir Sorgen zu machen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, von anderen Spielern in einem Raid angegriffen zu werden. Alle Mechaniken sind identisch mit denen des PvP-Zone-Spielmodus. Es gibt aber Spieler-Bots, das weiß ich. So, jetzt muss ich erstmal meinen Charakter hier ausstatten. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Ich will aber auf jeden Fall einen Helm, das mit dem Inventar hier, das sortiere ich dann mal, glaube ich, außerhalb des Streams. Und ich will auf jeden Fall, ich nehme auf jeden Fall direkt die besten Sachen mit, die ich kriegen kann. Gar keine Frage. Das gute Zeug wird hier eingepackt. Ich bin übrigens einer der Leute, die die EOD-Version von Tarkov haben. Und ich war etwas erstaunt darüber, dass ich dann PvE erst nicht kriegen sollte. Dann habe ich ihn wieder bekommen und jetzt irgendwann habe ich ihn dann gekriegt. So, und jetzt ist es soweit. Dann muss ich einmal in die Händler reingehen und die ganzen Aufgaben annehmen, die es hier gibt. So, die Quest haben wir auch. Jetzt müsste ich doch eigentlich in der Lage sein, für meine M4 die so zu modden, dass ich ein... Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird's wild. Okay, also, was brauche ich nochmal dafür? Dass ich da ein Scope drauf machen kann. Es kann sein, dass ich den noch gar nicht kaufen kann. Ich dachte aber, der wäre relativ früh dabei. Dieser Gasblock. AR-10. Das ist er, glaube ich. Peacekeeper. Gesperrt. Ab der Ansehenstufe 3. Ja, aber Ironsight habe ich auch nicht so richtig Bock. Also dann nehme ich jetzt hier so einen, dann habe ich halt das Ding im Weg. Ah, Moment, ich kann doch den Tragegriff, kann ich wegmachen. Und dann geht ein Visier drauf, jetzt. Aber dann habe ich richtig fett das Ding im Weg, ne? Ja, so, das ist... Ja, doch, so könnte es gehen. Ich probiere das jetzt einfach. Könnte eine dumme Idee sein. Wir werden es rausfinden, ob das vielleicht eine dumme Idee ist. Und zwar Ground Zero, die erste, die allererste Map morgens um 6. Ich habe übrigens nichts umgestellt, weder an der Steuerung noch an der Grafik, sonst irgendwas. Es kann sein, dass ich jetzt im Raid gleich nochmal kurz in die Menüs muss. Und noch als Information zu Tarkov und meinem Gameplay. Ich bin kein guter Tarkov-Spieler. Ich bin absolut casual und mit
irgendwie die Schulter wechseln und solche Späße werdet ihr bei mir erstmal nicht sehen. Oh, das ging relativ zügig hier ins Match rein. Sehr nice. Na dann, let's go. Ich hoffe, ich komme mit der Map noch halbwegs klar. Ja, ihr seht schon, aber es geht. Das Ironside da vorne dran. So. Wo bin ich? Ich muss erstmal aus dieser Tiefgarage raus, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall konzentriert sein und die Ohren spitzen. Weil Tarkov ist sehr mit Sound zu spielen. Es ist zwar PvE, aber es kann hier trotzdem hinter jeder Ecke irgendwie ein Bot lauern, der einen dann abzieht. Ich weiß auch noch nicht, wie krass die Bots hier sind. Weil die spawnen natürlich auch dort, wo Spieler spawnen. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Spawnpunkt. Danke. Das hat zu lange gedauert. Irgendwo habe ich einen gehört. Da hinten. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Die rufen da drüben immer noch rum. Ich muss natürlich jetzt hier aufpassen, dass hier oben keiner sitzt, wenn ich hier hochgehe. Sieht aber frei aus. So, wo ist der Bot, der da drüben war? Da. Passt. Erwischt. So, mal kurz auschecken, was der so hatte. Wahrscheinlich die brauche ich für eine Quest, das weiß ich. Ah, den Helm kann man mal mitnehmen, warum nicht? Ich bin jetzt schon überladen. Ist halt null gelevelt, der Charakter, ne? Der kann gar nichts tragen. Unten auf der Straße rennt einer. Wo ist er? Oder kann der über mir sein? Nee. Der muss da unten sein. Okay, da war gerade ein seltsamer Grafik-Lag. Jetzt ist die Frage, schießt der auf mich? Ich habe mal nichts bei mir einschlagen gehört. Hier um die Ecke steht irgendwo einer.
Nice, da unten ist noch einer. Mist. Einzelschuss wäre vielleicht besser gewesen. Einmal Magazin auffüllen. Ich habe mir jetzt noch gar nicht genau die Quests angeguckt. Ich weiß nur, dass ich 5 Skeffs killen muss. Übergebe entweder finde Emmercom-Station auf. Finde die Emmercom-Station. Gefundene medizinische Gegenstände. Kostenpflichtiger Fahrservice. Ich glaube, ich habe kein Geld dabei. USEC PMC-Einheit auf dem Parkplatz des Terra Group Complex auf Ground Zero. Finde den Laborwissenschaftler auf Ground Zero. Okay. Auf dem Parkplatz. Laborwissenschaftler. Fahrservice benutzen. Emmercom. Und ja, okay. Werde ich in diesem Raid nicht alles schaffen. Ich glaube, ich muss mir auf jeden Fall mal der Skeff verblutet doch jetzt da 100 pro. Ich muss mir auf jeden Fall anschauen, wo ich die Quests zu tun habe. Wo ich dafür hin muss. Ich habe diese Karte so gut wie gar nicht gespielt bisher. Bist du der, der blutet? Ihr seid jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Von euch brauche ich, glaube ich, echt gar nichts. Wie viel Zeit habe ich noch? 18 Minuten. Lol. Du bist glaub. Ich dachte, ich hätte was gehört. Du bist glaub ein Standard-Loot, ne? Der hier rumliegt. Ja. Und dich habe ich erwischt. Und noch ein Standard-Loot. SP, ja, die Munitionsart, weiß ich nicht, ob die gut ist. Wirft eine Impact-Grenade auf mich, der Hund. Zum Glück hat er die verkackt. Ah, guck mal, das muss ich abgeben.
die leckeren Croutons am Start. Mmh, köstlich. Manchmal können hier halt auch so Jungs hinter irgendwelchen Ecken sitzen. Und man hat keine Ahnung, dass er da sitzt. Dann geht man um die Ecke und erschreckt sich einfach. Und meistens stirbt man dann. Irgendwer hat gerufen. Ich sehe ihn aber nicht. Ich hoffe, ich komme hier an einen Ort. Hier komme ich nicht drüber, ne? Oder? Das ist abgesperrt. Shit. Oder? Wenn ich mich duck vielleicht? Ne, das ist unsichtbare Wand. Perfekt. Habe ich ja besonders gern. Wie viel Zeit habe ich noch? 13 Minuten Steps. Oh, okay. 3 Stück, ey. Mein Gott. Ihr habt mich erschreckt, Jungs. Kommen da 3 Boys um die Ecke, ey. Ja, Munition nachladen. Ah, da steppt noch einer. Ist das ausschließlich PvE? Ich spiele gerade ausschließlich PvE. Ich habe Zugang bekommen zum PvE-Modus. Endlich. Wart schon ein Weilchen drauf. Das Spiel wurde nicht ausschließlich PvE released. Geht die zufällig auch da rein? Nee. So, jetzt muss ich dann langsam aufpassen mit meiner Munition. Hier waren doch nochmal Steps. Ihr müsst ja da unten sein. Der eine hier hat ein Scope, das ich gern hätte. Bist du das? Der rennt draußen rum. Hier müsste eigentlich Map-Ende sein.
Und hier gibt es einen Ausgang. Ich habe doch gerade schon wieder einen gehört. Ist das einer? Yep. Das war einer. Ist das hier ein Ausgang? Koops, Scav-Control-Punkt. Okay, gut zu wissen. Ich hab halt nicht unendlich Munition, ey. Du bist so eine Kackbratze! Wow. Was kannst du eigentlich? Alter, erschreckt mich halt. Invasion, das war zu Dark Souls 1. Ja. Kann ich hier raus? Bitte? Ich dachte, ich hätte da was gehört. Auf dem Parkplatz vom... Weil das hier ist das Gebäude. Wo ist denn hier der Parkplatz? Hier ist doch kein Parkplatz. Komm, zeig mir an. Danke, 8 Minuten. Ich höre hier was. Oh, falsche Richtung. Oh Gott, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Da ist einer. Er hat mich erwischt. Jetzt ist die Frage, das Geräusch rechts, war das auch... Weniger als die Hälfte im Magazin. Okay, 6 Minuten. Ich schau mal, dass ich Richtung Ausgang komme. Ich dachte, ich hätte hier rechts irgendwo noch was gehört, aber kann natürlich auch einfach ein Fehler gewesen sein. Weiß ich nicht, ob ich das gebrauchen kann. Keine Ahnung. Das ist der zu bezahlende Ausgang, glaube ich.
Hier müsste ich Geld dabei haben, aber ich habe keins dabei. Wo ist er? Da. Bin ganz schön aufgeregt, weil ich mich jetzt sputen muss. Und aber trotzdem immer schauen muss, dass ich nicht von der Seite irgendwo weggesnackt werde. Ich habe einen gehört, aber ich sehe ihn nicht. Okay, das war einer der besagten Spielerbots. Viper the Sniper, lol. 19 Scav Kills. 19 Scav Kills. Und das war der erste PvE-Raid in Tarkov. Schön, dass ihr am Start wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.